Hi, in diesem Video vergleichen wir 9 der derzeit besten Gaming-Stühle in 2020. Getestet und bewertet durch die ehrlichsten Kritiker, den Kunden selbst. Aufgeteilt sind sie in drei Preisklassen. Erstens Gaming-Stühle unter 200 Euro, zweitens Gaming-Stühle zwischen 200 und 300 Euro und drittens Gaming-Stühle über 300 Euro. Alle vorgestellten Produkte findest du in der Videobeschreibung. Falls du uns noch nicht kennst, der Kanal beschäftigt sich mit den derzeit besten Produkten für Haus und Garten auf dem Markt. Da wir den Bewertungen alleine nicht vertrauen, prüfen wir diese, indem wir zu jedem Produkt verschiedene Testberichte lesen und Testvideos schauen, sich wiederholende Muster erkennen und dir alles hier zusammengefasst präsentieren oder die Produkte aussortieren, wenn wir nicht überzeugt sind. So haben wir heute 9 der besten Gaming-Stühle für dich im Vergleich. Nach jeder Kategorie bekommst du eine Vergleichstabelle, auf denen du die wichtigsten Eigenschaften der Stühle vergleichen kannst. Gaming-Stühle unter 200 Euro. Nummer 1 ist der Gaming-Stuhl von GT Player. Der Aufbau ist ein Kinderspiel und alleine in sehr kurzer Zeit möglich. Anfangs riecht der Stuhl stark nach Chemie, was viele Kunden störte. Das Kunstleder ist gut verarbeitet und der Stuhl steht stabil. Gegen einen kleinen Aufpreis gibt es den Stuhl auch mit integrierten Bluetooth-Lautsprechern. Er hat bereits über 1500 5-Sterne-Bewertungen auf Amazon. Allerdings gab es auch Probleme mit der Langlebigkeit. Oft ging der Stuhl nach kurzer Zeit kaputt oder fing an zu quietschen. Die Maximalwerte sind für den Preis in Ordnung und er eignet sich gut als Einsteigerstuhl für Jugendliche. In diesen Farben ist der GT Player derzeit erhältlich. Nummer 2 ist der Songmix RCG03H. Der Aufbau soll eine Herausforderung sein und empfohlen werden zwei Leute, um die Sache zu erleichtern. Der Stuhl hat einen hochwertig verarbeiteten Stoffbezug und fühlt sich beim Sitzen sehr weich an. Die Armlehnen sind höhenverstellbar und leicht gebogen. Sie bestehen aus Kunststoff und lassen sich um 45 Grad in beide Richtungen drehen. Leider wackeln die Armlehnen ziemlich stark und machen daher keinen hochwertigen Eindruck. Das Lendenkissen ist höhenverstellbar und kann nach Belieben angepasst werden. Die Maximalwerte bei dem Stuhl sind 150 kg Körpergewicht und eine Körpergröße von ca. 1,90 m. Leider gibt es einige Kunden, die die Langlebigkeit des Stuhls bemängeln. Teilweise gab es Risse oder gebrochene Rollen nach kürzerer Zeit. Gespart wurde bei dem Stuhl definitiv bei den Armlehnen und dem Fußkreuz. Ansonsten ist es insgesamt ein schöner Stuhl, der schon viele Kunden glücklich gemacht hat. In diesen Varianten ist er derzeit erhältlich. Nummer 3 dieser Preisklasse ist der Gaming-Stuhl von Yumi. Yumi ist eine Marke von Amazon, deren Stühle sich nicht verstecken müssen. Außerdem gibt es bei dem Stuhl ab und an Gutscheine, die du direkt bei Amazon anklicken und einlösen kannst. Der Aufbau ist alleine möglich und einplanen kannst du dafür ca. eine Stunde. Die Armlehnen sind individuell verstellbar, angenehm für den Arm und wackeln kaum. Der zweite Stuhl im Vergleich mit Stoffbezug. Die Kissen sind höhenverstellbar. Die Maximalwerte sind bei 150 kg Körpergewicht und ca. 1,90 m Körpergröße. Insgesamt hat er derzeit mit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der günstigen Gaming-Stühle mit Stoffbezug und ist derzeit in den beiden oben angezeigten Farben erhältlich. Hier siehst du die erste Vergleichstabelle. Pausiere gerne an der Stelle das Video, wenn du sie in Ruhe anschauen möchtest. Gaming-Stühle zwischen 200 und 300 Euro. Nummer 1 ist der Corsair T3 Rush. Der Aufbau ist leicht alleine machbar und schnell, dank guter Aufbauanleitung, in ca. 20 Minuten erledigt. Der T3 hat einen atmungsaktiven und hochwertigen Stoffbezug. Dadurch wirst du beim Sitzen und langen Spielen nicht anfangen zu schwitzen. Außerdem ist er sehr gemütlich und nicht sehr hart. Das Lendenwirbelkissen ist höhenverstellbar und genau wie das weiche Nackenkissen aus Memory-Schaumstoff. Durch die Racing-Sitzform sitzt du etwas enger und fixierter, fast als würde er dich umarmen und im Winter warm halten. Das ist natürlich Geschmackssache. Du solltest bei dem Stuhl nicht größer als 1,90 Meter sein und mehr als 120 Kilo wiegen. Die stabilen 4D-Armlehnen sind verstellbar und haben ein einzigartiges 3D-Muster auf der Oberfläche. Das Fußkreuz ist aus hartem Plastik, das seinen Job erledigt. Einige Kunden hätten hier lieber einen hochwertigen Metallfuß gesehen. Insgesamt ein sehr schöner und moderner Slimfit-Stuhl. In diesen beiden weiteren Varianten gibt es den Stuhl noch. Nummer 2 ist der Robaslund DX Racer 6. Der Aufbau ist sehr einfach und schnell erledigt. Falls dir die Aufbauanleitung nicht reicht, gibt es einen scannbaren QR-Code, der dich zu einer Videoanleitung führt.
Der Sitzkomfort ist sehr hoch, du solltest aber nicht zu groß und nicht zu breit sein, da die Maximalwerte des Stuhls relativ gering sind, mit einer Maximalbelastung von 100 kg und einer maximalen Körpergröße von ca. 180 cm. Die Armlehnen sind lediglich höhenverstellbar. Ein großer Vorteil bei dem Gamingstuhl ist die Langlebigkeit. Viele Kunden haben nach einem Jahr keine erkennbaren Gebrauchsspuren. Er konnte demnach viele Langzeittests meistern. In der Ausführung ist er in edlem Weiß und Kunststoffbezug erhältlich. Insgesamt ist man eingeschränkt von den Körperwerten bei dem Stuhl. Wenn du allerdings ins Profil passt, ist der Stuhl einen Blick wert. Nummer 3 ist der Nitro Concepts S300. Ein Gamingstuhl mit Stoffbezug, der durch seine Verarbeitung und sein Aussehen überzeugt. Der Aufbau war bei den meisten Kunden schnell und einfach erledigt. Die 3D-Armlehnen sind aus einem weichen Kunststoff, was das Auflegen des Arms angenehmer macht. Sie sind stabil, höhenverstellbar und lassen sich nach links und rechts drehen. Die Kissen sind relativ weich und passen sich gut deinem Rücken und deinem Nacken an. Die Maximalwerte für den Preis sind sehr ordentlich. Belastbar ist er bis 135 kg und Kunden mit einer Körpergröße von 205 cm hatten keine Probleme auf dem Stuhl. Er ist demnach auch für sehr große Menschen geeignet. Außerdem hat er eine verhältnismäßig breite Sitzfläche mit rund 47 cm. Die S300X Modelle sind identisch zu den S300 Modellen, nur dass diese einen hochwertigen Kunststoffbezug haben anstatt eines Stoffbezugs. Insgesamt hat der S300 ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Gerade wenn du zu den großen Menschen gehörst, wirst du derzeit kaum einen günstigeren und qualitativ gleichwertigen Stuhl für deine Zwecke finden. Das sind alle Farbvarianten, in denen du den Stuhl auswählen kannst. Hier siehst du die zweite Vergleichstabelle. Pausiere auch hier gerne das Video. Gamingstühle über 300 Euro. Nummer 1 ist der Noble Chairs Epic. Ein Gamingstuhl, der mit ausgezeichneter Verarbeitung und sehr hoher Materialqualität wirbt. Dies wurde durch alle Produkttester bestätigt. Der Aufbau ist alleine machbar. Allerdings sind die Teile und somit der gesamte Stuhl insgesamt etwas schwerer, was der gesamten Stabilität zugutekommt. Die 4D-Armlehnen sind schon bei der Lieferung an der Sitzfläche montiert, wackeln nicht und lassen sich individuell einstellen. Den Stuhl gibt es in den Varianten atmungsaktives Kunstleder, Echtleder und seit neuestem auch in Hybrid-Kunstleder, das in Deutschland hergestellt wird und für eine besonders weiche und sehr langlebige Materialbeschaffenheit sorgen soll. Noble Chairs ist Partner der E-Sports-Teams Mousesports, SK Gaming und Sprout. Als Fan kannst du auch deinen Stuhl in passendem E-Sports-Design anpassen. Die Maximalwerte sind in Ordnung. Ein Kunde mit 2,5 Meter Körpergröße und 120 kg kann den Stuhl ohne Einschränkungen nutzen. Insgesamt ein sehr guter Gamingstuhl, der für dich geeignet ist, wenn du Wert auf eine hohe Verarbeitungsqualität legst. Der Stuhl ist relativ hart, aber trotzdem gemütlich. Optimal, um Rückenschmerzen zu vermeiden. Und in diesen Designs bekommst du den Noble Chairs Epic. Nummer 2 ist der Backforce One. Backforce ist eine Marke von Interstuhl, die seit mehr als 5 Jahrzehnten ergonomische Stühle in Deutschland herstellt. Ein Gamingstuhl, der in seinem Design bisher einzigartig ist. Der Aufbau ist gut alleine in ca. 20 Minuten möglich. Der Rückenteil ist genau auf die perfekte Sitzhaltung abgestimmt. Er hat eine Art Wirbelsäulendesign und im Nacken das Backforce-Logo mit LED-Beleuchtung auf Knopfdruck. Die Armlehnen sind nach hinten einklappbar und höhenverstellbar. Das Drehkreuz ist aus haltbarem Aluminium und verspricht eine hohe Langlebigkeit. Auch die Verarbeitung aus Stoff und Kunstleder ist sehr hochwertig. Backforce gibt dir als Made in Germany-Versprechen 10 Jahre Garantie auf den Stuhl, was es so im Bereich Gamingstühle bis jetzt kein zweites Mal gibt. Die Maximalwerte liegen bei 130 kg Belastbarkeit und 1,92 m Körpergröße. Insgesamt wird hier wirklich auf ergonomisches und komfortables Sitzen Wert gelegt. Daher ist der Stuhl weniger verstellbar und es gibt bis jetzt keine zusätzlichen Kissen, wie man es von anderen Gamingstühlen gewohnt ist. Du wirst quasi in eine Sitzhaltung gezwungen, die gut für deinen Rücken, aber Gewöhnungssache ist und nicht jedem gefällt. Diese Farbvarianten gibt es derzeit zu kaufen. Der letzte Gamingstuhl im Vergleich ist der Noble Chairs Hero. Ein Top-Gaming-Stuhl für die Großen und Starken unter euch. Er hält bis 150 kg Körpergewicht und die maximale Körpergröße liegt bei ca. 2,10 m. Wenn du kleiner als 1,70 m bist, ist der Epic eher interessant für dich, da das Nackenkissen sonst eher als Kopfkissen genutzt werden kann. Das Besondere an dem Stuhl ist die verstellbare Lordosenstütze. Dadurch kannst du die Stütze der Lendenwirbelsäule individuell an deinen Rücken anpassen. Noble Chairs liefert dir trotzdem noch ein Lendenkissen und ein Memory-Schaum-Nackenkissen mit. Es gibt den Stuhl mit Kunstleder, Echtleder und dem letzten Monat erschienenen Hybrid-Kunstlederbezug. Insgesamt nutze ich selbst einen vergleichbaren Stuhl, der aufgrund des Kundenservice nicht im Video erwähnt wird. Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass die Stühle wirklich hart, aber super für den Rücken und gefühlt unzerstörbar sind.
Rückenschmerzen sind absolut kein Thema mehr und wenn du derzeit damit kämpfst, kann ich dir einen harten Stuhl nur ans Herz legen. Die verstellbare Lendenwirbelstütze ist das Highlight. Jedoch bekommt man nach langem Sitzen das Bedürfnis, sie für eine Zeit durch ein weiches Kissen zu ersetzen, da diese auch hart ist. Da der Noble Chairs Hero auch ein Lendenkissen im Lieferumfang enthalten hat, kannst du damit testen, wie es für dich am besten passt. In diesen Designs bekommst du den Gaming-Stuhl zurzeit. Hier siehst du die dritte Vergleichstabelle. Pausiere auch gerne hier ein letztes Mal das Video. Die Preisinformation. Da die Preise sich öfter ändern, können wir dir hier im YouTube-Video nur die Preisspanne geben. Die aktuellen Preise findest du, wenn du in der Videobeschreibung auf deinen Favoriten klickst. Dort kommst du sofort zu den passenden Produkten bei den Shops. Sonst findest du die Preise auch auf unserer Website. Wenn du über unsere Links kaufst, bekommen wir eine kleine Provision und du unterstützt kostenlos das Projekt und somit unsere Arbeit. Vielen Dank, wenn du das tust. Wenn wir dir weiterhelfen konnten, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und wenn du keine Vergleiche rund um Haus und Garten verpassen möchtest, abonniere gerne den YouTube-Kanal. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß mit deinem neuen Gaming-Stuhl. Bis zum nächsten Video. Ciao.